MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Jo Leute, was geht bei euch und willkommen zum Star Wars Flash. Heute soll es mal um einen beliebten Nebencharakter gehen, der tragischerweise auch bei der Order 66 umgekommen ist. Doch was war eigentlich mit Ayla Secura vor den Klonkriegen und der Order 66? Ayla wurde auf dem Planeten Ryloth als Angehörige des mächtigen und einflussreichen Secura-Clans geboren. Da Aylas Eltern bereits sehr früh verstarben, übernahm ihr Onkel Pol Secura die Verantwortung über das junge Mädchen. Allerdings hatte Pol nicht vorgesehen, für alle Zeit für Ayla aufzukommen, und so wollte er sie nach Erreichen eines bestimmten Lebensalters an einen Sklavenhalter veräußern. Zwar fiel ihm dieser Schritt sehr schwer, doch redete er sich ein, dass Aylas Zukunft anderswo sicherer sei als bei ihrem Onkel. In Wirklichkeit wollte Pol seine Nichte von den kriminellen Schmuggelgeschäften heraushalten, die er zu dieser Zeit tätigte. Ayla sollte demzufolge an ein Hutten weiterverkauft werden. Sie befand sich in einem Verlies tief im Höhlensystem des Secura-Clans, als sie zum ersten Mal dem Jedi Quinlan Voss begegnete, der zusammen mit seinem Meister Tholm auf Ryloth kriminelle Geschäfte aufzudecken versuchte. Quinlan war gekommen, um das junge Mädchen aus ihrer Gefangenschaft zu befreien, da er bereits ihr großes Potenzial im Umgang mit der Macht spürte. Bald sahen sich Quinlan und Ayla von einem wilden Wampa bedroht, der illegal nach Ryloth geschmuggelt wurde und sich von seinen Ketten befreit hatte. Quinlan konnte die Kreatur mit seinem Lichtschwert töten und dadurch Ayla das Leben retten. Später stellte sich heraus, dass Pol Secura an den Schmuggelgeschäften mit den wilden Tieren beteiligt war. Doch statt die volle Verantwortung zu übernehmen, schob Pol die Schuld an einen entfernten Cousin ab, so dass er einer Strafe entging. Anschließend ließ sich Pol angesichts der schweren Vorwürfe leicht dazu überreden, seine Nichte den beiden Jedi zu überlassen. Tholm und Quinlan nahmen Ayla mit nach Coruscant, wo sie ihre Ausbildung zum Jedi begann. Während dieser Zeit beobachtete Quinlan Voss interessiert die Fortschritte des Twi'lek-Mädchens. Nachdem Quinlan schließlich in den Rang eines Jedi-Ritters erhoben wurde, durfte er Ayla als seine Padawan annehmen. Zusammen mit ihrem Mentor Quinlan Voss überstand die Jedi zahlreiche Abenteuer. Einige Zeit später kehrte Ayla mit Quinlan nach Ryloth zurück, um einem weiteren Verdacht des Schmuggels nachzugehen. Diesmal handelte es sich um das Auftauchen einer neuartigen und sehr gefährlichen Substanz, der Droge Glyceryl. Quinlans und Aylas Nachforschungen waren sehr erfolgreich und sie sahen abermals Pol Secura in kriminellen Aktivitäten verstrickt. Tatsächlich genehmigte Pol unter Anweisung seines Patrons Chomfrey Kar in seinen Höhlen den Anbau der Droge. Doch bevor ihm Quinlan und Ayla etwas nachweisen konnten, verabreichte er ihnen eine Überdosis Glyceryl, sodass sie anschließend einen Gedächtnisverlust erlitten und sämtliche Erinnerungen an die Mission und ihre Vergangenheit vergaßen. Quinlan wurde nach Nar Shaddaa geschafft, während Ayla als Twi'lek-Tänzerin in Pols Hofstab versklavt wurde. In der folgenden Zeit bekam Ayla regelmäßig Glyceryl verabreicht, um zu verhindern, dass die in ihren Leku gespeicherten Erinnerungen jemals zurückkehrten. Währenddessen nahmen jedoch Quinlan und sein Begleiter Wilmak Graak die Ermittlungen wieder auf, um Pol zu stellen und Ayla wiederzufinden. Da Ayla vollständig ihrer Erinnerungen beraubt wurde, erkannte sie ihren Mentor oder Meister nicht, als dieser vor ihr stand und ihr das Lichtschwert zurückgab. Und ja, da hatte sie noch ein rosa Lichtschwert. Es kam zu einem Kampf zwischen Pol und Quinlan, bei dem sich Ayla mit ihren Machtfähigkeiten einmischte und versehentlich ihren Onkel über eine Brüstung in den Tod stürzen ließ. Tja, wer kennt's nicht, hab mal eben aus Versehen meinen Onkel gekillt. Schockiert ergriff Ayla die Flucht vom Kampfplatz. Ayla gelangte auf ihrer Flucht bis zum Planeten Kifex im Azurbani-System. Der anfängliche Schock über den Verlust ihres Onkels schlug zu Hass über, den sie allein auf Quinlan richtete, da sie ihn für den Tod ihres Onkels verantwortlich machte. Auf ihrer Suche nach Quinlan entdeckte Ayla zunächst ein altes Gebäude, in dem der Anzati-Wolf Kako in einem Stasisfeld gefangen gehalten wurde. Die Anzati waren eine grundsätzlich machtsensitive Spezies. Von seinen Einflüsterungen beeinflusst, befreite Ayla den Anzati und verbündete sich mit ihm. In den folgenden Tagen scharte Cargo seine degenerierten Anzati-Sklaven um sich und stiftete auf dem gesamten Planeten Unruhen.
Um dem entgegenzuwirken, entsandte der Jedi-Rat Quinlan Voss, der damit beauftragt wurde, Kako festzunehmen und auf Kifex wieder für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Nachdem Quinlan herausgefunden hatte, dass sich Ayla ebenfalls auf Kifex aufhielt, kam es zu einem Kampf zwischen den beiden. Während des Duells redete Quinlan auf seine frühere Padawan ein und konnte sie letztlich doch noch zur Besinnung bringen und die Erinnerung an ihre gemeinsame Zeit zurückrufen. Doch als sich Ayla von Karkos Bann befreite, wurde sie von diesem mit Machtblitzen befeuert und weggeschleudert. Es kam zu einem Duell zwischen Kako und Quinlan, das der Jedi für sich entscheiden konnte. Nachdem Kako tot war, riet Mace Windu, dass es unvorteilhaft wäre, Quinlan und Ayla wieder miteinander zu vereinen, da sie beide mit der dunklen Seite in Berührung kamen. Vor allem erklärte sich bereit, die Ausbildung von Ayla zu übernehmen und zu beenden. Neben der eigentlichen Jedi-Ausbildung durch Tholm und Quinlan Voss wurden Ayla und vielen anderen Padawans durch die Jedi-Meister Plo Koon und Mace Windu das Wissen der galaktischen Geschichte vermittelt. Somit lernten sie beispielsweise aus Erzählungen die Ereignisse des Stark-Hyperraum-Kriegs kennen. Der Jedi-Rat verfolgte die Fortschritte der jungen Twi'lek mit großem Interesse und aufgrund von Aylas außerordentlicher Begabung und Lernbereitschaft konnte sie bald die Abschlussprüfung antreten, um anschließend in den Rang einer Jedi-Ritterin erhoben zu werden. Allerdings musste Yoda sie diesbezüglich enttäuschen, da der Jedi-Meister und der gesamte Jedi-Rat noch immer viel Verwirrung, Ungeduld und Zorn in ihr verspürte. Ihr Kontakt zur dunklen Seite, der Gedächtnisverlust und die Trennung von Quinlan Voss waren Faktoren, die entscheidend dazu beitrugen, dass Ayla vorerst eine Padawan blieb. Kurz darauf nahmen Tholm und Ayla eine weitere Mission auf dem Planeten wahr, um die geplante Entführung von Nat Sekura, dem Erben des Sekura-Clans, zu verhindern. Zum Missfallen der Jedi blieb die Mission ohne Erfolg und Nat wurde von Elitekriegern der Nikto-Spezies entführt. Zu allem Übel wurde Tholm ebenfalls entführt und es war nun Aylas Aufgabe, sowohl ihren Meister als auch den Erben ihrer eigenen Familie zu retten. Zu ihrer Unterstützung bat sie Quinlan Voss um Hilfe, der sich zu dieser Zeit auf dem Planeten Ort Mantell aufhielt. Nachdem Quinlan seine Hilfe zusagte, führte sie die weitere Spur nach Kintan, dem Heimatplaneten der Nikto. Nachdem sie sich mit knapper Not gegen die Angriffe der Morgukai, also eine Gruppierung von Elite-Nikto-Kriegern, verteidigen konnten, spürten sie den Twi'lek Karis Fenn auf, der mit Nuts Entführung die Kontrolle von Ryloth an sich reißen wollte. Der Plan konnte letztlich vereitelt werden und Nat sowie Tholm befreit werden. Nach dieser erfolgreichen Mission brachte Ayla bessere Voraussetzungen mit, um die Abschlussprüfung ein weiteres Mal antreten zu können. So wurde sie in den Rang einer Jedi-Ritterin erhoben, während Quinlan zum Jedi-Meister aufstieg. Zu Aylas ersten Aufgaben zählte ein Testflug mit einem Jedi-Sternjäger, den sie zusammen mit der Jedi-Meisterin Adi Gallia durchführte. Nach den erfolgreichen Tests konnte das Schiff im Dienst gestellt werden, um den gesamten Orden damit auszustatten. Bis zu ihrem Tod machte Ayla Sekura einige persönliche Weiterentwicklungen durch, die sie letztendlich zu einer mächtigen Jedi mit außergewöhnlichen Führungsqualitäten werden ließen. Neben ihrer natürlichen Begabung im Einzel- und Gruppenkampf war Ayla zudem durch ihr strategisches Geschick während der Klonkriege eine große Bereicherung für den Orden der Jedi. Dennoch neigte sie zu impulsiven Handlungen und cholerischen Wutausbrüchen, was zusammen mit ihrem erlittenen Gedächtnisverlust dazu führte, dass sie bei der ersten Abschlussprüfung als Jedi versagte und nicht in den Status einer Jedi-Ritterin erhoben werden konnte. Außerdem stand Ayla dem Nautulaner Kit Fisto sehr nahe. Ayla verfolgte einen ausgesprochenen eigenwilligen Kleidungsstil. Sie trug keine die für einen Jedi traditionellen Roben, sondern setzte auf hautenge rote Overalls sowie lavendelfarbene bauchfreie Zweiteiler. Ihre zwei Leku schmückte sie mit zwei gekreuzten Bändern, die stets von ihrem Stirnband ausging. Somit war sie im Gegensatz zu ihren Ordensbrüdern auf den ersten Blick überhaupt nicht als Jedi zu erkennen. Im Kampf verwendete Ayla dann ihr blaues Lichtschwert. Selbst Jahre nach Ayla Sekuras Tod war die Twi'lek Jedi eine Berühmtheit. Auch viele Nicht-Jedi verehrten Ayla Sekura sowohl als wunderschöne Twi'lek als auch als mächtige und im Kampf ausgebildete Jedi. Viele Personen schrieben selbst im Jahre 40 nach der Schlacht von Yavin noch Geschichten über sie, sodass zumindest die Jedi-Meisterin Ayla Sekura niemals in Vergessenheit geriet. Auch der Legends-Charakter Jason Solo hatte bereits von ihr gehört.
Allmählich kamen dann die Klonkriege und was alles so folgte, das sieht man in den Filmen sowie in der Serie. Jo Leute, das war's mit diesem Video, wie Ayla Secura von ihrem eigenen Onkel versklavt wurde und zum Jedi wurde. Wie findet ihr die Geschichte und wie ist euer Eindruck von diesem Charakter? Schreibt's in die Kommentare. Ansonsten habe ich euch eine Ayla Secura Figur mit zusätzlicher Flugausrüstung auf Amazon verlinkt. Checkt's mal gerne ab. Wenn ihr mich und das Fortlaufen dieses Kanals supporten wollt, könnt ihr eure Amazon-Einkäufe über meine Links tätigen, kostet keinen Cent mehr. Über den MMOGA-Link könnt ihr außerdem extrem beim Zocken sparen, wenn ihr wollt. Ansonsten haut ordentlich rein und hoffentlich bis zur nächsten Folge im Star Wars Flash.